Einst das typisch deutsche Mädchen. Ihr breit gefächertes Talent ermöglichte ihr auch in Amerika den großen Durchbruch. Als Sängerin, Entertainerin und Schauspielerin. Heute lebt sie am Starnberger See und zählt nach wie vor zu den Stars in der deutschen Medienszene. Ich tanze nämlich heute zum ersten Mal. Ich meine, richtig. Wenn Sie erwachsen sind, werden Sie noch besser tanzen. Der Film war damals ein Riesenerfolg, weil ja diese ganzen Filme, diese ganzen leichten Filme, waren alle große Erfolge. Da sind die Leute ja noch ins Kino gegangen, um abzuschalten, um etwas zu sehen, wo sie nicht nachdenken müssen oder wo sie lachen können. Und das war also die Hauptaufgabe dieses Films. Sie möchten mich also gern küssen? Warum nicht? Aber das ist eine unfaire Frage. Und ich will die Erinnerung an diesen Tag nicht zerstören. Meine Erinnerung an Carlos Thompson ist eigentlich eine sehr, sehr nette, sehr liebe. Er war, leider war, ein sehr präziser Partner, ein sehr professioneller Partner, ein sehr schöner Mann, ein wunderschöner Mann, auch später noch, als er schon graue Haare hatte, war er noch wunderschön. Und er war sehr, sehr lieb und ich glaube, wir haben alle für ihn geschwärmt damals. Bitte entschuldigen Sie vielmals, dass ich hier so eindränge. Also Herr Carlos hatte ja damals aus Argentinien kommen und er war noch nicht so lange da, war der deutschen Sprache noch nicht so unbedingt mächtig. Da er aber ein sehr großer Profi war, hatte er Gusti mit. Gusti war unsere Assistentin und die Gusti war also praktisch nur für den Carlos da und hat vor jeder Szene ist sie mit ihm den Text durchgegangen und dadurch musste der Carlos auch nicht synchronisiert werden. Er hat das auch alles selber gesprochen, aber wahnsinnig schwer für ihn. Er hatte nur die Hälfte verstanden von dem, was er geredet hat. Ein merkwürdiges kleines Geschöpf, diese Petra. Was finden Sie denn an ihr so merkwürdig? Na, sie lebt doch völlig in einer anderen Welt. Da werden Sie alle mal sehr aufpassen müssen. Zur Schauspielerei bin ich eigentlich über die Tanzerei gekommen. Ich war mit 5 schon im Kinderballett und bin dann mit 10 für Probeaufnahmen in die Bavaria geschickt worden und da war ich gar nicht so irrsinnig gut und da hat der Regisseur aber mir ein Trostpflaster gegeben und ich durfte dann einen Satz sagen im letzten Sommer, so hieß der Film, mit Hardy Krüger und Lieselotte Pulver und danach habe ich dann ein bisschen eine größere Rolle bekommen und dann kam schon der Immenhof und der war natürlich der große Durchbruch, der erste Immenhof-Film. Er hat mich als Schauspielerin hier in Deutschland bekannt gemacht. Ein Traum wurde Wirklichkeit. Wird das ein Zufall ist? Nein, das ist Schicksal. Als ich dann 2021 war, bin ich dann ins Musical eingestiegen, habe dann Annie Get Your Gun, My Fair Lady und Conker und sehr viele Musicals auf der Bühne gemacht und habe dann geheiratet, nebenbei noch 2 Kinder gekriegt. Und, nee, die habe ich nicht nebenbei gekriegt, die habe ich hauptberuflich gekriegt. Und bin dann nach Amerika gegangen und war eigentlich im Ausland über 12 Jahre. Wenn wir als Liebespärchen durch die Märchenwälder gehen. Die Scheidung war für mich ein Grund, das wieder anzuknüpfen, wo ich hier aufgehört habe. Und ich muss sagen, ich war so überrascht, dass das einfach so nahtlos weiterging. Ich kam hierher, als wäre ich nie weg gewesen. Hallo, da bin ich. So. Anstrengend. Jetzt können wir fahren. Wenn ich zu Hause bin, ich habe 3 Hunde. 1, 2 große Pferde, 2 Ponys, Gnadenbrotpferde, mit meiner Tochter zusammen natürlich. Mein Sohn ist in der Zwischenzeit schon in Amerika, also ich bin ein sehr häuslicher Mensch. Erstens mal koche ich gern und dann stricke ich gern und hau mich einfach vor die Glotze und strick und trinke Tee dabei oder mal ein Glas Champagner und finde es sehr schön, wenn man zu Hause ist. Ich lebe allein. Und ich bin richtig froh, dass es Romantik wirklich gibt. Ich liebe den Mondschein, denn ich hab mich verliebt. Tja, und jetzt sehen Sie den Film Der Held meiner Träume
Mit Carlos Thompson, Maria Perschi, Margita Scher, Klaus Dahlen, Peter Vogel und natürlich mit mir. Und ich hoffe, Sie werden beim Zusehen genauso viel Freude haben, wie wir es beim Drehen hatten. Viel Vergnügen.